Willkommen zu einem neuen Video. Heute von meiner Kabine. Wie ihr seht, bin ich nicht allein. Heute ist die liebe Nadine wieder mit dabei. Wir haben auf Instagram einen Fragesticker gepostet für ein Q&A und das filmen wir heute ab für euch. Und ich dachte mir, ich mache das heute mal mit Nadine, weil sie ist bald mit dem ersten Einsatz fertig. Und die kann euch vielleicht die Fragen noch ein bisschen anders beantworten, wie ich immer. Und dann habt ihr mal zwei Meinungen. Und ja, das würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ganz viel Spaß. Ich würde sagen, du erzählst noch mal kurz vielleicht was, was du so machst an Bord, wie lange du schon da bist, woher wir uns jetzt kennen, vielleicht für die, wo das Video davor nicht angeguckt haben. Okay, also ich bin jetzt schon fast 5,5 Monate an Bord. In wie lange? In 4 Tagen? Ja, so in 4 Tagen steige ich auch schon wieder ab. Also dann ist mein erster Vertrag auch vorbei. Und ich muss sagen, es war eine echt lange Zeit, aber auch eine echt aufregende Zeit. So 6 Monate dann gemacht, ne? Ja. Krass, genau, so 6 Monate, 5,5, ja. Also ich bin Ende Juni aufgestiegen und wir haben jetzt Dezember und ja, also fast ein halbes Jahr. Ich habe das von mir aus entschieden, einfach ein halbes Jahr zu machen, weil ich gedacht habe, ich habe schon die Möglichkeit, das zu machen. Also wollte ich halt auch gleich so direkt so lange machen. Im Nachhinein denke ich mir so, für den ersten Vertrag war es okay. Ja. Aber ich glaube, ich werde nie wieder so lange machen. Also es ist dann schon echt lange. Also nach 4 Monaten habe ich schon so gedacht, okay, jetzt wäre ich bereit, nach Hause zu gehen. Mhm. Weil halt aber auch sehr viel Wechsel ist. Also das Schiffleben ist halt leider so, dass Leute kommen und Leute gehen. Mhm. Wenn man dann seine Freunde gefunden hat, dann gehen die halt auch vielleicht früher wie du oder dann kommen wieder Leute nach. Und ja, es ist immer schwierig. Und das ist halt auch das, was so mit was sich mitbringt, wenn man so lange an Bord ist. Deswegen. Erzähl mal noch, was du machst. Ja, genau. Ich bin im Kids Club unterwegs. Ich bin Gastgeberin Kids und Teens. Also meine Bewerbung war auf Gastgeber Kids und Teens. Meine aktuelle Bezeichnung ist ihre Kids-Gastgeberin. So steht es auf meinem Name-Tag drauf. Kann ich gerne zeigen. Ihre Kids-Gastgeberin. Genau. Und ja, genau. Ich arbeite im Kids Club eigentlich hauptsächlich. Bis auf ein paar Events, wo wir auch die Gastgeber unterstützen, wie zum Beispiel bei einer Silent Party, wo wir jetzt heute Abend auch haben, wo wir Kids-Gastgeber ein bisschen aushelfen und supporten. Aber ansonsten habe ich eigentlich immer nur im Kids-Club was zu tun. Ja. Okay. Magst du auch mal erzählen, wie dein Bewerbungsprozess war? Weil das kriege ich so oft gestellt, die Frage. Und bei mir war das alles noch vor Corona, während Corona. Und mittlerweile ist es ja schon wieder ganz anders. Weil das ist ja noch recht aktuell. Ja, also ich bin ich bin ausgebildete Erzieherin. Und ich hatte halt Lust, irgendwie so auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten. Und dann habe ich halt. Du warst ja auch schon noch davor auf AIDA, ne? Genau, ich habe vorher Urlaub gemacht, auch mal auf AIDA. Und ich wollte mich eigentlich vor Corona auch bewerben, aber dann kam halt Corona und dann habe ich was anderes gemacht. Und aber dann irgendwann habe ich mich halt beworben. Und ich habe halt erstmal auf der Career-Seite so geschaut, was die gerade für Stellenangebote haben. Und damals, als ich das gesehen habe, hatten die auch. Gastgeber Kids und Teens ausgeschrieben. Als ich mich dann aber aktuell beworben habe, gab es diese Stellenausschreibung gar nicht mehr. Dann habe ich mich einfach initiativ beworben. Also immer auch initiativ beworben? Ja, ging auf jeden Fall auch. Die suchen immer, auch wenn sie es vielleicht nicht ausschreiben. Aber genau, ich habe mich dann initiativ beworben und habe dann auch relativ schnell Rückmeldung bekommen. Dann musste ich ein Video drehen, wo die mir so Fragen gestellt haben. Musste ich quasi so ein Bewerbungsvideo machen. Dann wurde das eingeschickt. War das so ein richtiges Video oder immer so Frequenzen, wo du da reinsprechen musstest? Also was Es wurden so Fragen gestellt, dann hat man so ein bisschen Zeit gehabt, um das zu üben und musste man das aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel hier so. Und dann musste man die Frage beantworten. Und das waren so, keine Ahnung, 6 Fragen, 3 auf Englisch und 3 auf Deutsch. Ach krass, echt? Ja. Okay. Und dann habe ich das halt eingeschickt und habe halt gewartet auf eine Rückmeldung und dann irgendwann kam dann ein Stellenangebot, also ein Aufstiegsangebot für die Stella und das habe ich dann auch angenommen. Hast du direkt das erste dann auch angenommen? Ja. Okay. Sehr cool. Ja, so schnell kann es gehen manchmal, aber du hattest dann auch keinen Bewerbertag oder sowas? Nee, ach stimmt, der war online. Doch, den hatte ich auch noch. Den Bewerbertag, der war aber online, das war ein Tag. Mhm. Das war eigentlich, ja, man hat halt einen Tag so vor dem Computer gesessen und hat die ganzen Leute halt so digital getroffen. Da gab es dann auch so eine Runde, wo man mit den anderen waren, die sich auch für die gleiche Stelle beworben hat. Dann hat man da sich halt so kurz vorgestellt, mit so 2 Minuten musste man so einen Gegenstand zeigen, was einen beschreibt oder warum man, ja, warum man sich jetzt diesen Gegenstand ausgesucht hat. Was hattest du da? Ich hatte damals ein Reisebuch von Australien, also so ein Reiseführer. Genau, musste man sich da so ein bisschen vorstellen,
dann hatte man nochmal ein 10-minütiges Einzelgespräch mit der Person an sich, wo dann nochmal so Daten abgeglichen worden sind, nochmal kurz 2 Fragen auf Englisch gestellt worden sind, glaube ich. Und danach hatte man nochmal in der Gruppe von, waren 10 Leute oder so in der Gruppe, in dem Chat, nochmal so ein extra Gespräch, wo man als Team quasi einen Familientag an Bord von AIDA planen musste. Oh, also genau, wir mussten dann so uns Gedanken machen zu so einem Tag, wie man das hier gestalten könnte, was man da für Aktionen machen könnte. Mhm. Um, da wollen die halt einfach sehen, wie man so im Team agiert, was für Ideen man hat und kreativ man ist. Genau, aber ich glaube, das Wichtigste war eigentlich, dass man aufgeschlossen war und ein bisschen was gesagt hat. Ach krass, ja. Den Bewerbertag hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich hatte direkt ein Bewerbungsgespräch und dann wurde ich direkt angenommen. Genau, und dann nach dem Bewerbertag kam dann auch die E-Mail. Ah, okay, danach kam dann die E-Mail. Ja. Okay, krass. Ja, interessant. Gucken wir mal in unsere Fragen, was wir noch so haben. Die Fragen. Genau, da war nämlich auch, was brauche ich alles für den ersten Einsatz? Vielleicht ein paar Tipps. Und bei dir war das jetzt der erste Einsatz. Mhm. Vielleicht kannst du dir sagen, was so voll dich gerettet hat oder was du im Nachhinein gern mitgenommen hättest. Was mich gerettet hat, waren tatsächlich Lenas Videos. Ich hätte niemals gedacht, dass wir dann uns tatsächlich hier auch sehen. Ja, das war echt Zufall. Das war echt Zufall. Weil ich wollte ja gar nicht mehr an Bord kommen und dann war Nadine schon lange auf der Stella und dann Ich habe auch noch ihre Videos davor geschaut und dann habe ich auch gehört, dass du mal ein Stellenangebot hattest für die Stella und es aber dann abgesagt hast. Ja, so. Und dann dachte ich mir so, ach, hätte ich sie da getroffen. Aber dann irgendwie hat sich's doch hingekriegt, dass wir uns jetzt hier getroffen haben, zufällig. Aber ich habe ganz viel mit ihren Videos gepackt. Das hat mir sehr viel weitergeholfen eigentlich. Also wenn ihr alles einpackt, was Lena euch sagt, dann habt ihr eigentlich schon mal ein gutes Grundding. Mhm. Eine gute Basis, genau. Und was ich glaube, so im Nachhinein würde ich vielleicht doch mit 2 Koffern reisen. Hast du einen dabei? Oh mein Gott! Weil, ich wusste das nicht. Schon. Also ich in meinem Ticket stand halt drin, dass ich nur ein Gepäckstück hatte. Aber jemand hat gesagt, mit dieser Seafahrer-Card, die er dann bekommt, kann man auch 2 Koffer nehmen, auch wenn die nicht gebucht sind. Du kannst dir auch einen zweiten Koffer buchen und das rückerstatten lassen. Also man kriegt immer 2 Koffer. Also bei AIDA, ich weiß nicht, wie es bei anderen Reedereien ist, aber bei uns hast du immer 2 Koffer. Und ich weiß nicht, wenn man in Hamburg aufsteigt, da wurde ich auch mal letztens gefragt, ob man dann mehr mitnehmen kann. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber ich denke mir so, solange du Platz in deiner Kabine hast und wieder in Deutschland absteigst, ist das, glaube ich, egal. Also ich gehe mal davon aus, dadurch, dass du, wenn du in Deutschland, also in Hamburg aufsteigst, hast du ja deine Anreise selbst geplant. Ja. Und wenn du dann mit dem Zug fährst, musst du halt mit 2 Koffern im Zug fahren. Ne? Aber ich denke, dass es eigentlich egal ist. Mhm. Aber wie gesagt, das würde ich ändern. Also ich würde vielleicht das nächste Mal mit 2 Koffern kommen, vor allem wenn man so lange ist. Ja. Also für meinen nächsten Vertrag, der geht 2 Monate, reicht mir, glaube ich, ein Koffer. Aber jetzt für 6 Monate ein Koffer, das war dann schon ein bisschen... Ja, es ging, aber ich hatte irgendwie nach 3 Wochen das Gefühl, ich habe immer die gleichen Sachen an. Mhm. Aber an sich stimmt. An sich ist es aber auch so, dass ich irgendwie immer das Gleiche an habe, obwohl ich so viel dabei habe, aber irgendwie ist es so automatisch. Aber es ist, glaube ich, auch so, weil man braucht eigentlich echt nicht viel, man braucht nicht viel, nee. Man überschätzt es immer voll. Also, ja klar, man hat seine Tagesuni an oder seine Uniform hier an, aber... Wenn man halt rausgeht und dann halt vor allem so Fotos machen will, hatte ich halt das Gefühl, ich habe irgendwie immer das Gleiche auch an. Auf den Fotos dann, ja. Ja. Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Also bei mir selber. Ja, aber das ist immer so, je nachdem, wie man packt. Ich bin auch nicht so eine gute Packerin, muss ich sagen. Mhm. Aber das, was ich gepackt habe, hat mir gereicht. Habe auch viel gekauft hier. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es ist, wenn ich dann nach Hause fliege, ob ich alles mitkriege. Ich muss noch Koffer packen. Oh mein Gott. Ich muss jetzt bald Koffer packen. Aber ja. Du musst jetzt auch noch ein Teil geschenkt bekommen. Das muss auch noch mit rein. Oh ja. Aber so irgendein Tipp, was du noch hast für die anderen so, was unbedingt oder was du immer täglich benutzt irgendwie so. Also ich weiß, dass es vielleicht, also ich habe jetzt zum Beispiel keine eigene Bettwäsche mitgebracht, weil ich eben keinen Platz in meinem Koffer hatte. Für den nächsten Vertrag habe ich mir tatsächlich überlegt, meine eigene Bettwäsche mitzunehmen, weil ich das tatsächlich ein bisschen hygienischer finde und also ein schönes Gefühl. Ist ein bisschen schöneres Gefühl, glaube ich auch, aber ich hatte das Gefühl, dass die Bettwäsche, die ich manchmal bekommen habe, nicht immer so ganz sauber war und manchmal hat die auch ein bisschen komisch gerochen. Ja. Deswegen habe ich gedacht, okay, fürs nächste Mal würde ich dann doch den Platz benutzen und Bettwäsche mitbringen.
Also ich muss sagen, ich habe diesmal auch eigene Bettwäsche dabei und die letzten zwei Einsätze hatte ich keine eigene mehr mit dabei. Und ich denke mir gerade wieder so, eigentlich brauche ich die gar nicht. Ja. Ich würde jetzt eher wieder keine eigene Bettwäsche mitnehmen. Aber also ich glaube halt echt so, wenn Platz ist im Koffer, dann nimmt's mit. Wenn ihr lieber andere Sachen mitnehmen wollt, dann nimmt andere mit. Also ich meine, man kann ja auch die Bettwäsche, die man hier bekommt, dann selber waschen. Man muss die auch nicht, man kann die beim Tailor abgeben, dann kriegt man einfach direkt eine neue. Mhm. Aber ihr könnt die auch selber behalten und dann einfach immer waschen. Also soll man eigentlich nicht, aber man kann das ja auch machen. Also ja, genau. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, meine Bettwäsche selber zu waschen, weil ich mir dann gedacht habe, so hast du deine dann riecht eigene Bettwäsche, ja. Riecht sie besser, wenn ich meine eigenen Wäschepots hatte. Und ja, man hatte irgendwie ein bisschen besseres Gefühl. Also für den nächsten Vertrag werde ich, glaube ich, meine eigene mitnehmen. Und was ich auch ganz gut fand, war diese Wäschesäcke. Ja. Die Wäschesäcke waren auch cool. Die haben mir sehr geholfen. Vor allem, weil halt manchmal doch auch Menschen deine Wäsche raustun aus der Waschmaschine. Ja, und dann ist es halt echt. Da. Und meine Cabinmate, hat auch gemeint, dass die Waschmaschine ihre Socken gefressen hat. Ja? Ja, sie hat gemeint, irgendwie hat sie auf einmal weniger Socken wie davor. Und ich so, ja, das hat die Waschmaschine wahrscheinlich gegessen. Ja, die Wäschesäcke sind schon praktisch, vor allem auch, wenn man irgendwie was Feineres hat, eine Bluse, und die man halt mit waschen muss und möchte, dann ist es eigentlich ganz gut. Genau, ja. Und was war ich noch? Was du mir mal erzählt hast, ist Spülmittel, ne? Das Spülmittel hat mein Leben gerettet. Ich hätte noch einen Schwamm mitnehmen sollen, tatsächlich, das habe ich nicht mitgenommen. Und ein extra Handtuch zum Abtrocknen. So ein Geschirrtuch. Genau, aber wenn ihr Kaffeetrinker seid oder auch wenn ihr heiße Schokolade trinkt, keine Ahnung, und ihr hier an Bord euch beim Starbucks oder irgendwo einen Kaffeebecher holt und oder einen eigenen trinkt und den benutzt, glaubt mir, Spülmittel rettet euer Leben. Weil irgendwann, obwohl ich immer Spülmittel mit benutzt habe, aber meine stinken jetzt. Und ich schmeiße jetzt auch weg, weil die irgendwie anfangen so komisch zu riechen. Ja, das ist glaubt, weil die nie richtig trocken sind, so, ne? Genau, ja. Aber durch das Spülmittel, das ist echt. Ich kriege auch den Kaffeegeruch einfach nicht raus oder ich trinke oft Chai Latte und so. Und das riecht immer nach irgendwas, auch wenn ich es mit Spülmittel wasche. Ja. Deswegen, ich fühle mich da auch besser mit Spülmittel. Aber jetzt stell mal vor, du hättest kein Spülmittel. Ja, ich weiß das auch nicht, wie die anderen das machen. Nee. Also manche Departments haben halt auch Spülmaschinen oder so, aber ich bei uns zum Beispiel nicht und ich wasche den halt einfach selber. Aber ja. Gut. Also schaut euch Lenas Videos an zum Packen, dann macht ihr nichts falsch. Ich verlinke es nochmal. Ja. Also gehen wir mal zur nächsten Frage. Was ist die schönste, nervigste Routine in deinem Job? Die schönste und nervigste. Also was mir einfällt, was ich immer extrem nervig finde, aber es gehört nicht zu meinem Hauptjob, sondern wir machen ja auch oft so Side-Duties, wo wir irgendwo helfen müssen. Und ich bin mega ungern beim Check-in tatsächlich. Echt? Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn ich da nicht helfen muss. Also es ist irgendwie schon cool, aber ich finde es einfach nervig tatsächlich, ja. Ja, ich glaube, also das ist, glaube ich, auch wenn du länger, also ich finde, als wir damals 10 Tagesreisen hatten, hattest du halt nur alle 10 oder 11 Tage diesen Check-in. Und ich mochte immer Wechseltage, weil da kamst du immer mit anderen Crewmitgliedern sehr gut in Kontakt und hast wiederum neue kennengelernt, vor allem in der Anfangszeit, oder hast alte Leute wiedergesehen, weil manchmal sieht man sich halt einfach nicht immer. Ja. Aber die Wechseltage fand ich immer ganz cool, vor allem beim Check-in, wenn da viele Leute waren. Aber nach so, wenn wir jetzt immer sieben Tagesreisen oder manchmal auch sogar alle 4 Tage einen Wechseltag, da ist dann echt nervig, wenn man so oft diese alle 4 Tage haben wir Check-in. Und in manchen Reisen ist es noch öfter, also ich finde das echt krass. Wenn ihr die Metropolentour macht zum Beispiel. Und ich glaube auch mit der Orient-Tour, das ist auch für den zweiten oder dritten Tag, also das ist echt krass. Ja, also wenn ihr 10 Tagesreisen habt, da habt ihr echt Glück. Lange Reisen sind gut und alles ab 7 Tagesreisen ist entspannt. Genau. Ja. Ja. Und bei dir im Kids Club irgendwas? Das war jetzt deine nervige Routine, diese Check-in. Boah, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also. Oder was du ungern machst, so? Manchmal mag ich nicht beim Algenglühen zu helfen. Das wäre mal ganz schrecklich. Also das Event nicht magst? Ja, auch nicht, ja. Also wir müssen halt, also ich muss so erklären, so wenn wir abends Events haben, wie zum Beispiel bei Alpenglühen oder Silent oder was gibt's noch, ein Event, wo wir helfen müssten? Maritimer Abend. Ah ja. Schrecklich. Haifischbar. Schrecklich. Da musst du halt als Gastgeber so ein bisschen aushelfen und abends noch bis, keine Ahnung, meistens 23 Uhr, als Kids-Gastgeber nur bis 23 Uhr meistens arbeiten. Und manchmal bist du halt so
abends schon so fertig und dann hast du keine Lust mehr, noch da auf die Bühne zu gehen bei der Haifischbar oder bei dem Maritimen Amt und komische maritime Lieder zu singen. So volle Power und nochmal so richtig Energie. Alles geben zu müssen. Mhm, das glaube ich. Das finde ich manchmal sehr nervig. Oder Alpenglühen, wenn du dann da in deinem Dirndl stehen musst und diese Dosen auf und also die haben da... Ich bin da nie dabei, keine Ahnung. Da gibt es so Dosenwerfen, also gibt es beim Alpenglühen verschiedene Stationen, wie so ein, ach, du Schande, so ein Fummel halt eben. Und da gibt es Dosenwerfen. Und weil wir Kids-Gastgeber sind, dürfen wir halt nicht beim Nageln mitmachen, wo es halt Shots gibt und Alkohol im Spiel ist. Okay. Deswegen müssen wir halt nur meistens dann beim Dosenwerfen helfen. Und das war immer anstrengend und es war richtig eine heftige Arbeit, wenn du dann immer diese Dosen wieder aufstellen musstest, dann denen die Bälle gibst, dann schmeißen die wieder um, dann musst du die wieder aufstellen. Und das 2 Stunden lang, das war dann, und dann im Dirndl, das war, nee. Boah, nee. Das kann ich, das hat mich genervt manchmal. Müssen wir es zum Glück zurzeit nicht mehr machen. Mhm. Aber das war am Anfang echt eine nervige Side-Duty, die habe ich gehasst, ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich so Side-Duty sind manchmal so ein bisschen nervig, weil die nichts mit dem eigentlichen Job zu tun haben. Und dann denkt man sich oft so, warum muss ich das jetzt machen? So, meine Lieblingsaufgabe ist Stage-Watch. Also das ist so, da müssen wir... Also wenn eine Show ist im Theatrium, dürfen wir die Show anschauen bei manchen Shows, um halt zu gucken, dass die Gäste, vor allem die kleinen Kinder, auf ihren Sitzen bleiben, weil die Bühne sich manchmal so hoch und runter bewegt. Mhm. Und da ist unsere Aufgabe halt einfach zu gucken, dass die Gäste auf ihren Plätzen bleiben und nicht an die Bühne rangehen. Und das nennt man halt Stagewatch. Und dass nichts passiert halt, genau, auch. Genau, da guckst du halt dir die Show an und hast halt ein bisschen auch ein Auge natürlich auf die Gäste. Aber ja, das ist eine schöne Aufgabe eigentlich. Weil da war ich auch schon mal mit dabei. Das ist so, das war toll. Das ist echt cool. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Was ist meine Lieblingsaufgabe? Nach der Arbeit in die Crewbar. Das finde ich auch mal sehr cool. Ich muss schon trinken hier. Also das finde ich am Schiffsleben auch sehr cool, diese Routine. So, nachdem du Feierabend hast, also wenn du coole Leute an Bord hast, ist auch nicht immer so, aber wenn du coole Leute an Bord hast, glaub mir, ich bin jetzt schon lange genug da, ich habe viele Menschen kommen und gehen sehen, ja. Tatsächlich mache ich auch wieder 2-mal kommen sehen, auch, aber wenn du coole Leute hast und das nach deinem Feierabend quasi noch eine Runde in die Crewbar dich setzt oder mal hoch in den Gästebereich gehst und bei der Silent mit dabei bist oder halt ganz cool Black and White Partys dabei bist. Das finde ich auch coole Routinen, die du immer hast. Also nach Feierabend bist du halt nie so wie zu Hause. Du gehst jetzt schlafen oder kochst dir noch was zu essen und dann ist Feierabend. Guckst ein bisschen Fernsehen, dann gehst du schlafen. Sondern hier ist so, manchmal fängt es auch nach dem Feierabend erst an. Das richtige Crew-Leben dann so, ja, das auf jeden Fall. Also was ich immer cool finde in meinem Job, wenn wir neue Waren bekommen. Und also es ist unser Loading und wenn wir das auspacken und wir sind manchmal immer so voll heiß, weil wir haben dann eine Liste mit Sachen, die wir bekommen sollen und dann können wir halt gucken, was es Neues gibt und wir sind dann schon manchmal echt neugierig und gucken dann so, ah, oh, toll, dann kann man sich was zur Seite legen und so. Das finde ich toll bei uns im Shop. Das ich bin halt auch gerne am Einkaufen und ich mag halt auch die Sachen bei uns im Shop. Ja, das finde ich ganz cool. Das war keine Routine, weil so oft bekommen wir nicht Sachen, das ist je nach Route unterschiedlich, aber... Das mag ich schon sehr gerne. Ich hoffe, dass die Frage jetzt gut beantwortet ist. Ne? Ist auch noch schwierig zu sagen, was eine Routine überhaupt ist. Ja, aber also, also bei uns gibt es halt auch wenig Routine. Ja. Wir haben zwar schon so, boah, ist echt schwierig zu sagen, also eine Routine in der Arbeit, aber es gefühlt jeder Tag trotzdem anders irgendwie, weil du kannst halt auch nichts planen an Bord. Das ist echt schwierig. Es kommt halt auch immer darauf an, also vor allem bei dir im Shop, denke ich, kommt es halt darauf an, wann wir ablegen, wann du wieder arbeiten musst, wann wir anlegen und ja. Und bei uns ist halt auch so, jeder Tag viele ist Kinder anders. Da sind auch, ne? Du kannst ja was planen, später kommen gar keine Kinder oder genau. So. Gerade zum Beispiel haben wir keine Ferienzeit, da ist auch fast nichts los bei uns im Kids Club. Wir hatten heute Morgen im Vormittagsprogramm ein Kind. Mhm. Und da lohnt sich halt dann auch nicht richtig, so das Programm zu machen, das du geplant hast. Ja, bei uns ist halt auch eher so Sommerferienzeit oder halt Weihnachtsferienzeit ist das, was halt am meisten ist. Also allgemein Ferienzeit ist... Ausnahmezustand, da ist halt mehr los. Jetzt gerade ist relativ entspanntes Arbeiten. Aber ja, so eine richtige Routine gibt es eigentlich bei mir auch nicht. Dann machen wir mal die nächste Frage. Wo trockne ich meine Wäsche? Ich kann noch nicht alles in den Trockner packen. Gibt es die Kabine? Also ich muss sagen, tatsächlich, ich packe alles in den Trockner, weil echt? Ich gar keine Zeit habe, dafür, das anders zu trocknen, keine Ahnung. Ich habe auch nichts, was glaubt ich vielleicht schon, aber ich packe alles in Trockner. Echt? Ich nicht immer. Echt? Ich habe so ein paar Stücke, wo ich sage, so, nee, da habe ich Angst. Ja. Nee, ich mache alles in Trockner. Ich denke da gar nicht drüber nach. Ja.
also es gibt ja auch die, also manchmal ganz am Anfang hatte ich die Funktion im Trockner ohne Hitze. Boah, das dauert doch eine Stunde. Ja, genau. Da habe ich dann irgendwann gedacht, so, boah, nee, Nadine, das dauert viel zu lange. Ja. Dann habe ich angefangen, nur meine Sachen, wo ich auch, wo ich gesagt habe, okay, wenn die eingehen, ist mir egal, oder wenn die können schnell, da weiß ich, okay, die können den Trockner, habe ich einen Trockner gemacht, dann musst du für 20, 25 Minuten. Und manche Sachen habe ich dann tatsächlich auch in meiner Kabine aufgehängt. So. Ja. Also ich mache das dann immer so, ich tue es dann immer auf den Kleiderbügel und dann haben wir da oben ja in der Heizung, oh ja, Lüftungsschacht, gibt's ganz viele Löcher und da habe ich dann immer den Kleiderbügel reingehängt. Schlau. Und dann habe ich es halt trocken lassen. Weil, oder was auch cool, oder das hat dann meine Cabinmate entdeckt. Nach einer Zeit haben wir dann entdeckt, dass wir an unserem Fenster, also ich habe ein Fenster. Sie hat ein Fenster in ihrer Kabine. Und da ist eigentlich ein Vorhang, wäre da eigentlich, aber da ist kein Vorhang dran. Und da sind diese Vorhangsschienen und da sind auch Löcher drin. Und dann hänge ich meine T-Shirts einfach dahin. Echt? Ja, und dann hängen die da einen Tag oder eineinhalb Tage, bis es halt trocken ist. Aber es stört mich auch nicht, weil... Ja. Also ich habe halt oft das Ding, die Trockner, wenn ich das 20 oder 30 Minuten reinmache und danach ist es halt nicht ganz trocken, dann hänge ich es halt an den Bügel und hänge es dann hier auch nochmal in den Schrank oder lege die Hosen so übers Bett drüber. Und bis ich von der Arbeit komme, ist dann eigentlich auch wieder trocken. Ja. Also wenn du nicht das im Trockner machen willst, ist halt die Kabine der Ausweg. Außer deine Cabinmate findet es nicht so cool, dass deine ganze Kabine voller Klamotten ist. Und ist auch eigentlich nicht erlaubt, glaube ich. Ja, also eigentlich Brandschutz, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Aber... Ja, also pack halt jetzt nicht unbedingt irgendwas ein, was nicht, genau, nicht so viele sind, die nicht in Trockner dürfen. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Schau, dass du clever packst. Auch immer braun. Also ich habe auch ganz viele schwarze Sachen eingepackt nur und weiße Sachen und ein bisschen bunt. Aber meistens wasche ich eigentlich, meistens wasche ich eigentlich nur schwarz und weiß. Ja, ich auch. Und bunt wasche ich alle 2-3 Wochen nur. Wenn ich es wirklich brauche, dann, ja. Ich habe auch immer schwarz und weiß und dann, ja. Also clever packen ist das A und O eigentlich, ja. Yes. So, was haben wir noch für Fragen? Was ist IPM? Ja, was ist IPM? Sollen wir die mal fragen? Ja. Was ist IPM? Ich weiß es gar nicht. Ich habe heute IPM. Ja, tatsächlich. Nadine hat heute IPM. Wir haben gar nicht erzählt, wir sind heute auf Madeira. Und wir haben heute den 5. Dezember, also in 19 Tagen. Morgen ist Nikolaus, ja. Wir haben auch so einen coolen Adventskalender bekommen. Aber du hast den nicht richtig aufgemacht. Das ist auch nicht meiner. Achso. Meine liegt da oben. Ups. Also dein Cabinmate hat es nicht aufgemacht. Noch nicht. Entschuldigung. Ja, wir sind hier auf Madeira und ich gehe jetzt gleich, wenn wir uns ein Video gemacht haben, noch raus. Und Nadine darf zum Beispiel heute nicht das Schiff verlassen, weil sie IPM hat. Genau. Und IPM heißt eigentlich im Port Manning. Heißt, immer eine bestimmte Anzahl an Crew muss an Bord bleiben, falls irgendein Notfall passiert. Und wir sind da halt durchnummeriert mit Buchstaben. Und halt ist Buchstabe C. Und alle, die Buchstabe C haben, die müssen halt an Bord bleiben. Ich habe zum Beispiel D. Ich gebe noch A und B. Ja genau, von A bis D geht es praktisch IPM. Und steht auch auf eurer Crewkarte, die liegt hier gerade da oben. Das ist dann euer Buchstabe. Habe ich mir auch dabei. Und es kann auch immer wieder mal wechseln im Einsatz. Also manchmal rotiert das Ganze auch und dann. Ja. Yes. Genau. So viel zu IPM. Manchmal kann es auch ändern, hast du gesagt. Gell? Ja, manchmal ändert sich es auch. Ja. Und zum Beispiel haben wir auch einen IPM-Plan, der hängt jetzt hier gerade vor uns. Wo sind wir denn? Das ist praktisch für einen Monat, das sind alle Häfen drauf, die wir anfahren. Morgen hat sie IPM. Aber morgen, also wir sind über Nacht heute in Madeira und morgen um 1 oder um 2 fahren wir, glaube ich, los nachmittags. Mhm. Deswegen ist das auch in Ordnung für mich. Genau. Ja, und auf jeden Fall ist da dann immer durchnummeriert. Dann sehen wir jetzt schon für den ganzen Monat praktisch, wo ich raus kann, wo Nadine raus kann und nur wenn ich raus dürfen und was so ansteht auch. So, was haben wir denn jetzt noch? Was war das Gefährlichste, was auf einer Kreuzfahrt passiert ist? Hast du schon was Spannendes erlebt hier an Bord? Oder dass du in Gefahr warst oder irgendwas? Nee. Ich auch nicht. Ich habe auch überlegt. Ich hatte noch nie eine Situation, wo ich mich in Gefahr gefühlt habe, weil ich muss sagen, ich fühle mich an Bord eigentlich immer sicher, auch wenn wir irgendwie Seegang haben oder keine Ahnung was, aber... Das Schiff manchmal komische Geräusche macht. Ja. Also es war... Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es gefährlich war, aber wir hatten zum Beispiel auf der Transreise, wo wir noch in Spanien waren, jetzt hier auf die Kanaren, mal stärkeren Seegang.
Und da waren wir kurz davor, auch den Shop dann zu schließen, weil es halt wirklich so krasser Seegang war, dass die ganzen Schubladen aufgesprungen sind, die Sachen aus den Regalen geflogen sind und ja, den Gästen praktisch die ganzen Sachen vor die Füße gefallen sind. Und da waren wir halt kurz davor, auch zu schließen. Also es war ein bisschen gefährlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe mich trotzdem sicher gefühlt, weil ich wusste, was ich machen muss im Notfall. Und ja, der Seegang war halt schon ein bisschen heftig, aber sonst fällt mir so gar nichts ein. Nee, mir auch nicht. Das gefährlich ist mir jetzt noch nichts passiert. Also mir ist viel passiert, aber was gefährlich war, würde ich jetzt nicht behaupten. Nee. Also, ich wüsste auch nichts. Es passiert schon viel an Bord, aber irgendwie... Nee, also wir hatten auch nur ein, seit ich hier bin, jetzt einmal so ein First-Stage-Response. Ja. Yeah. Aber das war am Wechseltag und da waren wir am Hafen und danach wurde das, also es war, da hat ein kleiner Müller mal gebrannt. Okay. Und dann haben die das aber schnell gelöscht und das war es dann auch schon wieder. Aber ja, sonst ist, ich glaube, gefährliches war jetzt bei uns. Nee. Das Schiff ist ja doch auch relativ sicher. Ja. Viel wichtiger finde ich jetzt, weil du über Seegang geredet hast. ich glaube, das interessiert vielleicht auch viele. Wie ist es denn mit dem Seegang? Bist du so jemand, der anfällig ist für Seegang? Ich. Oder halt gar nicht? Ich muss sagen, eigentlich hatte ich nie mit dem Seegang, aber jetzt seitdem ich wieder zurück bin und gerade am Anfang, als wir nach Spanien, Italien da gefahren sind, mit Gibraltar oft, da war es mir oft richtig schlecht. Also ich weiß nicht warum. Hä? Mhm. Auch gerade da, wo ich erzählt habe, da wo wir so starken Seegang hatten, also da war es mir echt übel irgendwie. Ich weiß nicht, woran das lag, aber jetzt mittlerweile, also jetzt haben wir gerade auch keinen starken Seegang, aber irgendwie... Nee, gerade nicht. Manchmal wackelt es ein bisschen, aber... Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich schon wieder eingegroovt, aber... Vielleicht war es auch, weil ich so eine lange Pause hatte, keine Ahnung. Aber jetzt, eigentlich stört es mich nicht. Mit dir? Nee, ich hatte tatsächlich auch noch nicht so das Problem. Also wir hatten einmal einen richtig heftigen Seetag. Also da mussten, wurden wir sogar umgeroutet. Konnten... War ich da auch schon da? Nee, da warst du gleich. Das war... Du warst gleich noch nicht da. Nee? Nee, da waren Sarah und Clara noch da. Oh. Da hatten wir einmal einen richtigen Seegang. Da... war sogar so, dass wir dann den Hafen nicht anlegen, also anfahren konnten, den wir eigentlich anfahren wollten. Und dann wurden wir umgerudert und hatten einen Seetag. Und dann hatten wir halt Vormittagsprogramm, also von 10 bis 12.30 Uhr hatten wir Programm mit den Kindern. Und dann ging es los. Am Anfang war es ganz gut. Da ging es auch allen noch ganz gut. Und dann hat ein Kind angefangen zu kotzen. Ja. Und dann ging es los. Alle fünf Minuten hat einer gesagt, oh, mir ist schlecht. Und dann hat es halt, und dann dadurch, dass halt das in dem Raum war und es so gerochen hat, ging es uns halt irgendwann auch nicht mehr gut. Ja, Schande. Und dann haben wir halt alle abholen lassen und dann lagen wir Betreuer alle im Piratenzimmer, im Kids Club auf dem Boden und wir konnten auch nichts mehr machen. Ja, glaube ich. Weil uns war dann auch allen so schlecht und es war ein ganz komischer Seetag, weil es halt nicht so hin und her gewackelt hat, auch nicht so, sondern es war irgendwie wie auf so einer Achterbahn. Echt? Gefühlt, ja. Also ich lag auf dem Boden und ach, du Schande. Es hat sich angefühlt, als würden wir uns so drehen die ganze Zeit. Und genau, wir haben dann die Kids Club auch zugemacht. Wir mussten, eine Person musste trotzdem da bleiben. Aber wir waren dann zu zweit dort und wir haben dann auch was gegessen kurz in der Crewmesse und danach ging es auch wieder, weil... Ja, Essen ist dann wichtig. Genau, Essen Seegang, sehr wichtig ist, denkt man eigentlich nicht, aber Essen ist sehr wichtig bei Seegang. Das war so der einzige Tag, wo ich mal gesagt habe, boah, dieser Seetag war heftig und ich möchte nie wieder so einen Seetag haben. Und es war auch der schlimmste Seegang bis jetzt. Aber an sich denke ich auch, dass es mit der Zeit irgendwie tatsächlich besser geworden ist, dass man sich dran gewöhnt. Ja, man gewöhnt sich schon dran irgendwie, ne? Dann ist jedes Mal irgendwie nicht mehr so schlimm. Und auch jetzt, wenn die Gäste oft sagen, oh, heute wackelt's ja. Und ich denke mir dann oft immer so, es passiert doch gar nichts. Und das ist halt so ganz normal irgendwie. Also man gewöhnt sich, glaube ich, schon dran irgendwie. Und dann gibt's so Tage, das sind meine Lieblingstage, wo man gar nicht merkt, dass man fährt. Ja. Das sind so meine Tage, wo du dort rausguckst und denkst so, oh, heute ist das Wasser aber sehr glatt. Wir fahren ja gar nicht. Glatt. Ein bisschen Ententeich. Ein bisschen, ja. Krass. Ja gut, ich würde sagen, wir kommen bald zum Ende. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Sag mal, war es jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast? Du bist jetzt bald am Ende. Wie geht's dir jetzt damit, dass du bald heimgehst? Und wie ist deine Gefühlslage? So nach 6 Monaten, das ist echt krass. Also, erstmal die erste Frage zu beantworten, wie ist es so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe? Also, dadurch, dass ich mir am Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht habe und auch gar keine Erwartungen an diese Zeit hatte, sondern einfach gesagt habe, hey, ich gehe jetzt dahin, konnte ich eigentlich nicht enttäuscht werden, sondern ich wurde nur positiv überrascht eigentlich, weil ich halt eben so
nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, wie das Arbeiten im Kidsclub ist. Ich kenne das halt aus dem Kindergarten so. Aber ich wusste nie, wie das System hier aufgebaut ist oder was man hier alles machen muss als Kidsgastgeberin. Und habe halt einfach so gesagt, komm, ich schaue mir das an. Ich gehe jetzt da rein und schaue, was wird. Und bin tatsächlich überrascht worden, wie abwechslungsreich doch manchmal die Arbeit auch ist und wie viele Sachen sich auch ändern über die Zeit her und auch wie ich mich verändert habe. Also so die Entwicklung, ja. Wenn ich dran denke, wie mein erster Monat hier war, ich bin hier angekommen. Erstens mal, mein Bild auf meiner Crewcard ist so, erinnert mich immer an meinen ersten Tag, wie glücklich ich noch so war. Ich so, es geht endlich los. Und jetzt denke ich mir so, Gott, ich bin froh, wenn ich nach Hause komme. Nein, aber man ändert sich schon. Am Anfang ist alles sehr viel, vor allem als Erstfahrerin ist alles sehr viel. Du musst deine Safety Duty kennen, du musst dich im Kidsclub oder halt in deiner Position erstmal alles einarbeiten, alles kennenlernen, dein Team neu kennenlernen, die Leute hier kennenlernen. Schiffsleben allgemein. Schiffsleben kennenlernen. Aber nach dem zweiten Monat habe ich mich so voll zu Hause gefühlt. Ich habe gesagt, ey, das ist mein Zuhause, ich will hier nicht weg. Der dritte Monat war mein absolutes Highlight, das war der beste Monat, den ich je hatte. Der vierte Monat war dann so. Der vierte Monat war so, ja, okay, cool. Da sind auch noch alle meine Freunde gegangen. Dann war ich so, okay, ich wäre jetzt auch ready zu gehen, eigentlich so. Also nicht immer, also es hat mir schon noch Spaß gemacht und ich hatte schon noch Energie, aber so, ja, okay, jetzt gehen die, ich könnte jetzt auch mitgehen. Da war dann schon so ein bisschen die Luft draußen. War aber trotzdem auch froh, noch hier zu sein, weil zu Hause in Deutschland ist auch nicht immer cool, was da so abgeht, ne? Nee, weil vor allem mit dem Wetter gerade auch. Ja, vor allem, weil man hier auch in seiner Bubble lebt und einfach nur für sich lebt. Bubble, ja. Man lebt von Tag zu Tag und bekommt gar nicht mit, was zu Hause ist, was auch manchmal sehr gut ist. Ja. Genau, ansonsten, ja, und jetzt bin ich so wirklich ready, auf nach Hause zu gehen. Also, es ist ein bisschen gemischte Gefühlslage. Einerseits denke ich mir so, es war eine tolle Zeit. Es ist krass, dass es jetzt schon vorbei ist und ich endlich an der Reihe bin, meine Koffer zu packen und nicht immer nur die bin, die zuschaut, wie andere ihre Koffer packen. Ich gehe auch in 5 Wochen, dass ich es mal angemacht habe. Ja, genau. Aber ich freue mich jetzt auch so auf zu Hause, weil halt eben auch Weihnachten ist und da freue ich mich echt auch bei meiner Familie zu sein. Vor allem du hast ja viele coole Sachen geplant. Ja, und dann geht's auch weiter mit meinem Roadtrip in Australien. Ja. Und dann auch auf meinen zweiten Vertrag bald. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, sieht man ja, dass es Nadine schon gut gefallen hat. Sie fährt ja nochmal einen Einsatz und möchte dann schon nochmal Rede machen. Ja, krass, doch. Oh, ich finde es so krass, weil ich hatte ja auch meinen ersten Einsatz hier auf der Stella und das ist irgendwie so... Ich liebe das Schiff. Ja, doch. Stella ist in meinem Herzen jetzt. Ja, doch. Also ich kenne auch noch voll viele noch von damals und so und es ist echt cool, die so alle zu sehen und einfach so die Erinnerungen, die man hier hatte, das ist schon krass doch. Also ich würde auch echt eigentlich jedem empfehlen, für den ersten Einsatz ein kleines Schiff zu machen. Mhm. Das glaube schon echt. Das hat schon, ja, das ist schon anderes. Eine ganz andere Erfahrung. Ja. Und ja, nee, fürs Reinkommen finde ich ein kleines Schiff cool. Ich mag sowieso eh die kleinen Schiffe ein bisschen mehr. Also ich würde, glaube ich, niemals Cosma oder Nova. Das ist mir einfach zu viel, auch von den Kindern her, von der Kinderanzahl her. Aber ich glaube, es stimmt auch, was man sagt, dass das erste Schiff, auf dem du bist, das wird einfach dein Schiff werden. Egal, ob es groß ist oder klein ist. Ich glaube, dein erster Vertrag, das Schiff, auf dem du das erste Mal bist, das wirst du nie vergessen und das wird in dein Herzen, sag ich, einbrennen. Ja. Und so ist es tatsächlich auch. Das stimmt mir auch so, ja. Ich bin sehr froh, dass die Stella mein erstes Schiff geworden ist und ich so einen tollen Vertrag hatte und ja, eigentlich nur positive Sachen zurückdenken kann. Aber hattest du mal einen Tag, wo du dachtest so, boah, fuck, ich muss nach Hause, ich breche jetzt ab oder so? Nee? Nie. Okay. Nein. Dann ist ja cool. Ich habe auch nie dann zu Hause Heimweh gehabt oder so. Nee. Ich war immer so, boah, ist das gerade wirklich mein Leben? Ich sitze hier einfach mitten auf dem Ozean und fahre hier irgendwo rum und die anderen arbeiten zu Hause und ich chill hier in meiner Pause auf dem Pooldeck und kann mich hier sonnen. Das ist schon krass. Es ist tatsächlich ganz anders. Also man vergisst auch, welchen Wochentag ist. Am Anfang habe ich immer meine Mama angerufen, die so, ja, ich arbeite. Ich so, ach so, stimmt. Ja. Nee, also es ist auf jeden Fall ganz cool. Wer es machen will, ich würde jedem auf jeden Fall mal empfehlen, reinzuschauen. Man kann auch gucken, es kann nicht für jeden sein, klar. Nicht jedermann ist für Schiffsleben gemacht. Aber wenn ihr mit dem Gedanken spielt, bewerbt euch initiativ. Schaut, was wird, was auf euch zukommt. Und heimgehen könnt ihr immer. Genau. Wirklich, heimgehen könnt ihr immer. Auf jeden Fall, ja. Okay, falls ihr immer noch eine Frage zum Kids Club, darf man dir schreiben. Ja, natürlich. Ja? Okay.
Dann verlinken wir das. Dann verlinken wir Nadine hier auf Instagram. Und ich glaube, wir machen jetzt Ende von dem Video, weil es wurde jetzt echt lang. Aber ich und Nadine, wir werden uns im nächsten Einsatz wiedersehen. Vielleicht kommt dann nochmal ein Video. Mal schauen, was wir so machen. Wir werden uns auf der Perla sehen, in der Karibik. Ja. Also leider nur eine Reise Karibik und dann. Aber wir sind auch länger zusammen auf der Perla. Aber wir sind 2 Monate. Ja, und ich gehe wieder auf meine Perla. Ich freue mich ganz, ganz arg. Ich habe es noch nirgendwo bisher, glaube ich, erzählt. Oder haben wir es im letzten Video gesagt? Doch. Wir haben es vielleicht letztes Mal ganz kurz angeteasert, ja. Ja, aber da erzähle ich euch dann bald nochmal was. Auf jeden Fall, danke Nadine. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt von vorher, dann schaut euch das an. Dann seht ihr, was man so als Crewmitglied in seiner Freizeit machen kann. Ja, wir waren in Arrecife. Ja, in Lanzarote waren wir unterwegs. Genau. Und haben Kaffee und Kuchen über den, Dächern von Arrecife. Ja. Mit Meerblick. Ja, war echt toll. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Ganze ein bisschen was gebracht hat, eure Fragen beantwortet sind. Falls ihr mehr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare oder schreibt gerne auch Nadine. Die kann euch dann auch weiterhelfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.